Ich hätte gerne die Blut. Ich finde Blutorange. Blutorange? Ja, klar, Meister. Weil ich habe da. Weil mich würde das sehr interessieren, wie das schmecken tut. Blutorange. Blutorange. Da muss ich irgendwie immer an. Gab es das nicht auch früher von Schöfferhöfer Weizen? Darum geht es aber heute gar nicht, sondern wir haben heute. Warte mal, ich muss mal ganz kurz. Alter, Dreck zeigen, ich muss das sehen, ob der noch am Rekord ist. Oh. Ich würde sagen, wir zählen einfach runter. Möchtest du runterzählen? Ja, klar. Drei. Zwei. Auch richtig. Eins. Willkommen bei den Pulverboys, dem besten Review-Channel für Gaming-Booster im deutschen Internet. Heute haben wir wieder mal eine Triebwerksorte. Wir haben hier so viel geschickt bekommen. Und am besten Dank, ne? Und bisher hatten wir eigentlich einen sehr positiven Ersteindruck. Ja, auf jeden Fall. Sagen, schmecken bisher sehr gut. Ja. Wir haben hier jetzt die sogenannte Blood Orange, auch Blut. Genau, das ist dann nochmal wegen dem Aim-Boost, wenn man die Leute abschießt. Ja, ich zeige euch nochmal kurz die Dose. Viele sind ja immer daran interessiert, ob es was ist für deren Sammlung. Gucken wir nochmal kurz auf die Ingredients, weil die Leute interessieren das ja schon. Dieses Mal haben wir noch mal weniger Zucker. Och, 13 Gramm auf 100 Gramm Pulver, also auf eine Portion 1,3 Gramm. Das ist bisher die zuckerärmste Variante, die wir hier haben. Und ja, Blutorange, hatten wir das schon mal als irgendwo anders? Fällt mir jetzt eigentlich nicht ein. Gibt es bestimmt auch irgendwie von einer anderen Marke noch, aber... Also auf jeden Fall finde ich schon mal gut, dass wir jetzt mal eine Sorte haben, die man sonst in keinerlei anderen Sortiment groß findet. Ach, guck mal, die kommen aus dem Osten. 07548 Gera. Oh. Gut, das wo die Plattenbauten sind. Der Firmenwagen, bei denen ist offiziell so ein Golf, wo hinten so ein Aufkleber drauf ist. Triebwerk. Triebwerk. Aimboost mit dem Fahnenkreuz. Ja, ne? Altdeutscher Schrift, nein. Ja, könnte gut sein. Ja. Machen wir O4. Aber ist natürlich ein Witz. Ne? Nichts gegen unsere ostdeutschen Community-Freunde, weil ich mag das ja dort eigentlich sehr gerne. Gera ist doch Thüringen, ne? Ja, könnte sein, ne? Mag ich. Also, Thüringer Ostbratwurst. Da war ich schon dreimal im offiziellen deutschen Bratwurstmuseum. Solltet ihr hinfahren? Ja. Ist eine schöne Ecke, muss man sagen. Gerade so Ilmenau, Himmelblau. Das ist eine schöne Ecke da. Oh, das riecht schon blutorange. Das riecht wirklich wie das Becks. Rötlich, ne? Riecht wirklich so ein bisschen wie das Becks, nicht Becks, sondern diese Biersorte. Ja. Also Blutorange ist ja auch ein schöner Geschmack einfach. Ne? Ich glaube ja. Auf jeden Fall, wieder Props gehen raus, wegen dem langen Stiel. Weil du kriegst immer sofort... Da werden die noch per Hand einfach reingesteckt. Du musst da nicht rumrühren und so einen Scheiß, sondern du kriegst einfach... Ja, aber da müsste ich mir auch mal gerne mal generell, wie dann alle mal raus, auch mal so eine Produktion gerne mal angucken. Könnte ich uns auch gut ein Video darüber vorstellen, wie es eigentlich so abläuft, so maschinell. Wird ja immer manuell per Hand noch hinzugefügt. Oder? Wir sind ja Investigativ-Boys. Genau, ja. Ne, wir sind ja auf Investigativbasis unterwegs. Ja. Und falls ihr, Hersteller da draußen, uns einmal durch eine Produktion dieser Pulver führen möchtet, sind wir sehr gerne dabei und begleiten das gerne mit der Kamera, damit wir einfach auch mal für die Community zeigen können, wo kommt das eigentlich her? Genau, so ein bisschen Galileo-mäßig, ne? Ja! Guck das mal an, wie das hergestellt wird, ne? Ne, genau. Du bist dann einmal Abdallah. Muss ich das? Ich möchte aber Daniel Aminati hier sein. War Aminati? War doch nur bei TAF? Nein, der war ganz lange bei Galileo früher. Ich habe gewusst, dass der schlau ist. Das war in den 2000ern aber. Ich habe aber gewusst, dass der schlau ist. So, wir nehmen uns den Triebwerkshaker, der mir bisher am besten gefällt. Ich muss sagen, also das, ich finde geil, dass der verbiegt sich nicht beim. Du kannst richtig. Der andere sieht auch schön aus, weil er halt so ein bisschen schön transparent ist. Von Jericho, von Rainbow Six Siege. Ja. Rainbow Six Siege? Der ist auch gut. Die sind halt unglaublich stabil. Das finde ich halt geil. Möchtest du etwas Eis servieren? Ja, klar. Top. Haben wir so viel Eis. Techniker ist informiert. Ja, die Eismaschine, die hilft. Hat lange Lieferzeiten, ne? Ja, es kommt alles ja aus Italien. Genau, das Land der Eismaschinen, genau. Ne, wie man weiß. Fahren Sie mit so einem dreirädigen Dings vor hier? Dann? Ey, ich bin mit so einem Ding mal mitgefahren. Ne? Das ist richtig krass wegen der Seitenlage. Du hast richtig Angst. Und wir müssen mal mitfahren. Bei der ersten Kurve schon. Nee, nächstes Jahr Gamescom. Fahren wir mit so einem Dreirad und machen hinten noch so einen Verkaufsstand, ne, und verkaufen Booster. Also die als erstes fahren wir ums Messegelände immer rum, da verdienen wir uns die goldene Nase mit. Jetzt ist wieder bestimmt 38 Grad. Nein, wir fahren auf der Messe, das ist doch so ein kleines Ding. Und dann fahren wir auf der Messe draußen auf diesem kleinen Platz da. Möp, möp. Die Firma der Gaming-Booster-Szene, die als erstes uns sponsern möchte und uns einen Wagen besorgt, damit wir rumdödeln können, für die machen wir es. Hätten wir die
Zeit unseres Lebens. Ne? Es wäre fantastisch. Ja. Ja, wir würden auch Gutscheine verteilen. Ja, ja. Ne? Alles. Und wir würden auch Sticker verteilen. Zieh nur so ein lustiges Kostüm an. Ja! So. Also, Wasser. Oh. So, Vorsicht. Deeskalierung hier. Wir machen voll. Jo, mach. Hast du bereit? Hab ich. Top. Super. Stopp. Ah, das reicht. Ja, ah, super, ist einfach. Ja, Durst. Ah. Naja, wenn ich auch für richtige Männer. Yay! Yeah. Eins und einen halben. Ich sagen, also bisher sehr positiven Eindruck gehabt bisher. Und das freut mich. Ich finde das schön einfach. Einfach, dass auch mal deutsche Markt wieder mit, ja, die uns überzeugt. Also zwischen diesen großen Playern auch eine kleinere Marke haben. Ist ja nicht einfach. Bisher qualitativ ganz gut abgeliefert. Der lässt sich auch gut shaken. Ja. Willst du mal probieren? Shake mal. Boah, oha. Ja, der, oha. Da spritzt nix. Bei ihm wollte ich letztens mal wieder so einen geilen elektrischen Shaker gesehen. Weiß gar nicht, wo das war. Unten mit so einer Turbine? Ja. Ich finde, da sollte auch der deutsche Markt auch nochmal drauf reagieren. Ja. Ne? Also, boah, gleich mal auf hier. Ja. Das ist für starke Hände. Danke sehr. Oh, sieht aus wie G-Fuel. Ja, wie jede Sorte G-Fuel quasi. Na, lass uns doch mal. Gut orangig aus, ne? Das riecht wirklich wie dieses Bier, ne? Ja. Prost, du, viel Spaß. Tschüsschen, du. Ja, genieß es. Du. Trink nicht zu viel, ne? Ja, du, ich pass auf, ne? Nicht, dass dich verschlucken tust. Was passiert? Stimmt. Pass auf, du. So. Schmeckt auch wie das Bier. Ich glaube, das könnte sogar mit Kohlensäure ganz gut kommen. Ja, stimmt. Weil da, du hast ja diese. Natürlich bei 38 Grad auf der Gamescom natürlich wieder noch geiler. Sowas, also ich glaube, Blutorange, das ist, ich sag's ja auch oft immer, Sommergeschmack, aber es ist wirklich so. So eine Blutorange. Hast du jetzt erst bekommen, also ja. Von denen ist ja. Ne? Also, genau, ist ja schon lange draußen und aktuell haben wir hier tiefsten Winter. Ja, Schnee sogar. Schnee sogar. Ja. Ne? Und, nee, aber echt, das wird so ein erfrischender Geschmack sein. So ein bisschen garnieren oben, ne? Ein Cocktailglas. Die haben halt ordentlich Power in ihren Geschmäckern drin. Ja. Das ist wirklich, das ist Power. Also das, was bei manchen anderen ja manchmal fehlt oder dezenter ist, ist ja immer Geschmackssache, ob man das gut findet oder nicht. Aber das ist schon so von der Power her Level-Up-Niveau. Ja, genau. Also diese Intensität der Geschmäcker. Und das finde ich bisher sehr gut. Er schmeckt nach einer Blutorange. Genau. Hat was Säuerliches. Du merkst aber auch, also sauer ist es. Ja. Ich finde es sogar vergleichbar sauer mit wie mit der Jericho. Ja, manche checkt ja sowas dann schon ab. Aber du merkst halt schon, diese Säuerlichkeit und dieses Bittere ist natürlich künstlicher erstellt. Ist ja logisch. Du hast jetzt nicht so einen reinen Superfruchtgeschmack, sondern. Mhm. Aber du merkst, da ist eine Blutorange drin. Das zieht hinten im Mund, das macht was. Der Speichelfluss ist angeregt, was natürlich auch immer dafür sorgt, dass man mehr möchte. Ja, und Koffein ist auch gut drin, ne? 2 Milligramm. Also nicht zu wenig. Genau, nicht zu wenig. Aber schmeckt wieder gut. Und erstmal ist ja auch ganz schön, dass es ja auch wieder, sag ich mal, so alleinstehende Sorten sind. Ne? Also nicht schon hier das mit dem gemixt, sondern alles alleinstehend. Da kann man auch wieder, sag ich mal, dann einige Mixturen ausprobieren, zusammenschütten und mir gefällt es. Willst du wieder dein ASMR-Ding durchziehen? Oh. Götterfunk. Legende, Daniel Beutner. Ich glaube, also mir ganz persönlich ist dieses säuerliche bisschen much hier. Da ein bisschen weniger sauer und dafür ein bisschen mehr Süße fände ich, glaube ich, ein bisschen geiler. Ja. Mit den Sachen, die wir bisher getestet haben, finde ich bisher die Kaktusfeige noch besser. Mhm. Die ist aber schon sehr gut. Ich finde die zum Beispiel besser als die Gletscher. Ja, ja, ja. Weil auch einfach da das mehr passt zu dem, was auf der Verpackung steht, so rum. Schon spät, ey. Schon spät, ey. Ja, wir sind sowieso, ich habe ja immer nach so einem Dreh, das kann ich immer sagen, wenn wir so 4, 5 Videos hintereinander drehen. Obwohl ich eigentlich auf 800.000 Kilo Koffein gerade laufe, bin ich super müde. Das ist krass. Das ist wirklich, weiß ich, das ist bei mir alles mittlerweile ungeschickt. Ja, passt halt die Erwartungshaltung, ne? Steht Blutorange drauf und schmeckt halt auch so. Schmeckt wirklich wie diese Biersorte. Wenn ihr das, ich könnte mir das wirklich vorstellen, mischt das mal an mit Kohl, also mit einem ganz normalen Sprudelwasser. Medium würde ich aber empfehlen, wegen Shaker und so. Ja. Obwohl der stabil, ich glaube der. Oder kannst du nicht reinpressen, ne? Ich glaube, das schmeckt dann wirklich wie dieses Bier, fehlt dieses Bierige, aber gefällt mir sehr gut. Ich finde es besser als das Gletschereis. Nicht ganz so gut wie die
Kaktusfeige, aber das ist auch so ein persönliches Ding. Ich würde trotzdem Silber sagen, oder? Das ist echt eine sehr schöne Blutorange. Du hast auch keinen komischen Nachgeschmack, du hast keinen Film auf der Zunge, du hast nicht irgendwie sowas, dass du so dieses Körnige beim Trinken immer hast oder so. Löst sich gut auf, das Pulver. Du hast unten so eine ganz kleine Ablagerung, aber das haben sie alle irgendwie. Also hast du euch das Gefühl von Schärfe? Wegen den Peperin? Jetzt nicht so wie beim Holy. Also beim Holy hast du es ja wirklich so prickelnd, ne? Was ja manche nicht so mögen, aber da hast du es eigentlich gar nicht. Silber ist eine gute Wertung. Und ich muss sagen, bin bisher positiv überrascht von Triebwerk. Wir gehen halt immer ohne Erwartung ran. Unsere Community auf unserem Discord hat recht mal. Ja. Also, falls ihr noch nicht auf unserem Discord sein solltet, kommt da unbedingt mal vorbei. Wir sind eine große, tolle Community und da findet ihr alle Infos zu den Booster, auch News und. Ganz wichtig, ihr solltet diesen Kanal abonnieren. Alle Triebwerk-Fans, abonniert doch diesen Kanal, mal sehen, was in der Zukunft da noch auf uns zukommt. Viel Content. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren und ein Like da zu lassen. Und ganz wichtig für den Algorithmus, lasst doch einen Kommentar da, teilt das Video mit euren Eltern, mit euren Großeltern, mit euren Schwestern. Und die Reaktion auf. Schickt uns das dann über den Discord und vielleicht gucken wir uns das an. So, und haben wir noch was vergessen? Nö, ne? Ja, eigentlich nicht. So haben wir die ganzen Sachen abgespult, ne? Ja. Ja. Also, und unseren Teleprompter. Herzlich willkommen bei der Tagesschau. Schau. Mein Name ist Susanne Daubner. Die mit dem einen Gesicht. Im Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Abend, Tag und Wiederschauen und reingauen.